Also, es ist, wie es ist. Auf jeden Fall, ich freue mich, ich habe es mir immer gewünscht, dass man Kanal Telemedial im Knast sehen kann. Und ich glaube, es ist einfach was ganz Normales, Menschliches. Letztendlich ist in jedem Menschen was Gutes und er ist so geworden, wie er ist, weil die Gesellschaft von ihm abverlangte, weil es die Eltern waren und er hatte halt seine Geschichte. Und würde mich freuen, wenn die Menschen, die alle gerade eingesperrt sind, wenn sie die Möglichkeit haben, gut zueinander sind, wenn sie miteinander reden, dass sie sich adeln, dass ihr euch läutert, dass ihr euch liebevoll die Wahrheit ins Gesicht sagt und geht liebevoll miteinander um und trotzdem mit Wahrheit, mit Aufrichtigkeit. Schaut es an. Und sagt nicht nur untereinander, für was ihr verurteilt wurdet in der Tat, sondern sagt vielleicht, ich war unachtsam, ich habe nicht aufgepasst, denn ich war zu leichtsinnig oder meine Ethik und meine Moral war nicht richtig ausgebildet. Oft ist es mangelnde Wachsamkeit gewesen. Und sicherlich sitzen viele in Gefängnisse, die für etwas Cleverere reingegangen sind und müssen es absitzen. Andere sind Rebellen. Und widersprechen der öffentlichen Ordnung. Das sollte man nicht tun. Man soll den Frieden einer Gesellschaft, einer Ideologie nicht stören. Ja, Wolfgang, ich bin sehr, sehr berührt von deinem Anruf und Junge, geh nicht auf und ab, sondern strahle aus deinem Herzen, okay? Strahle aus deinem Herzen, denn wenn ihr mal das Astralreisen gelernt habt, dann ist euer Körper sogar im Knast sicher, zugeschlossen, da kommt niemand ran, während ihr reist. Befasst euch dann ein bisschen vielleicht mit dem Astralreisen. Befasst euch mit euch selber, dass ihr lernen könnt, wie ihr aus eurem Körper raus könnt. Ich komme auch durch die dickste Stange nicht durch. Tja.
dieser Käfig, der dient zum Schutz bei BTV, beim Rave, waren da die Tänzerinnen drin. Und alle anderen waren ausgesperrt. Ja. Wenn eine zu dick war, konnte sie gar nicht da rein zum Tanzen. Außer oben drüber. Ja, gibt es gar keine E-Mails? Schreibt uns niemand heute? Hallo? Hallo, Cholok. Cholok, bist du da? Ja, ich bin da. Grüß Gott. Was gibt's? Wie sieht's aus bei dir? Ja gut, wer bist du? Ah, der Charlie, kennst du nennen? Der Charlie. Dein Kumpel von Welse. Ja, welcher? Habe ich viele. Disco Soundclub. Ja. Was bewegt dich zu mir? Jetzt sind wir mal drei Sendungen angeguckt und wir müssen sagen, es ist jetzt schlecht gelaufen soweit. Ja, ne? Es geht so. Ja, das sind also. Wir gucken mal dein Ding an, der Kai ist auch gerade bei uns. Der Hups? Der Kai Böttinger auch gerade da. Ah, der Kai Böttinger. Aha. Ja, schön. Kai, ein Gruß an deinen Vater. Das kriegst du morgen. Ja. Ich muss meine Musikbox mal wieder reparieren. Ja, ist ja alles recht und gut, aber es ist ja schon gut, aber es wäre besser, wenn du schon ein bisschen Musik machen musst. Ja. Weil du willst gute Musik spielen. Ich mache jeden Tag Musik. Ja, das gehört, ja. Ja und, was treibt das wilde Bergvolk da oben? Nix Wildes. Wir trinken halt ein Weizenbier. Ist gut. Wir sind aber jetzt so weit, dass wir das Bier abwenden. Ja, also. Ich weiß, in Welzheim bist du ja Diskriminierung, wenn du kein Alkohol trinkst. Ne? Ich weiß noch, wo ich aufgehört habe, mit Alkohol zu trinken, ne? Und ich bin mittags in der Boom gekommen und habe eine Pfand abgestellt. Da hängen gleich vier Leute das Bier abgesetzt zum Trinken. Da sage ich, was ist denn los? Bist du krank oder was? Ja, genau so. Das war wirklich, das war eine brutale Überwindung, gell? Wie der Elle guckt denn. Ich so mit ganz spitzem Mund, was trinkst du denn? Weißt du nicht? Fanta. Jetzt hast du mir quasi auch anrufst. Ja. Hast du das mitgekriegt, dass ich auch drei Frau habe? Was sagst du? Eine drei Frau. Nee, weiß ich nicht. Und ich bin viel in Thailand drüben. Ich bin jetzt erst gerade von Thailand zurückgekommen. Wo bist du da? Ich war jetzt in Phuket unter, in Chaiaboom, im Mittelzweig. Mhm. Dann war ich auch oben in Chiang Mai im Goldenen Dreieck. Mhm. Und ich möchte mal fragen, wo du da dein Dorf aufmachen willst. Das ist in Hua Hin, ungefähr so. Ja, zweieinhalb. Hua Hin gut, waren wir auch schon öfters. Okay. Und von dort aus Richtung Palau Wasserfall? Ja. So ungefähr 20 Minuten. Ungefähr und, 20 Minuten. Und da ist ein Grundkauf, oder? Ja, ja. Ja, also eine Firma hat es. Ich baue das da drauf. Ne? Also, und wann soll das aktiv werden, dass ihr überhaupt baut? Bitte? Wann ist das aktiv, dass ihr baut? Wir haben das jetzt schon praktisch so weit vor. Wir haben auch die Pläne. Also wenn du dort mal dich umschauen willst, dann können wir das mal ausmachen. Ne? Also gut, ich besuche dich mal runter mit meiner Frau in Büderhausen. Ja super, mach das. Ich rufe dich mal an und dann besuchen wir dich mal. Ja, klasse. Also machen wir so weit, mal so gut. Okay, viele Grüße nach Welzheim. Viele Grüße auch zu dir, mach gut. Ja, tschüss. Auch vom Kai und von meinem Weib, gell? Okay, ciao, tschüss. Also bis dann, ciao. Tschüss. Ja, das ist grau, ne?
Die Heimat. Um nochmal auf das Gefängnis zurückzukommen. Mhm. Das äußere Gefängnis spiegelt ja nur das innere Gefängnis wieder. Ne? Und wenn sich der Wolfgang schon als Kind so eingeengt gefühlt hat, also es kam bei mir jetzt so, dann kam er mal an einen Punkt, wo er sich hätte entscheiden können, da rauszugehen. Und er hat es nicht getan. Und dann wird es noch enger. Und dann hat er sich so verhalten, dass er tatsächlich im Gefängnis gelandet ist. Mhm. Aber da drin hat er wieder die Möglichkeit, sich trotzdem frei zu fühlen. Also auf mich hat er so einen Eindruck gemacht, dass er sich schon Gedanken über das Leben macht und dass er sehr klug ist. Manche schreiben auch Bücher drin im Gefängnis. Manche leben ihre Talente im Gefängnis. Ein Bekannter von mir hat mal gesagt, Hauptsache ich habe mal Einzelzelle und meine Dusche. Ne? Mhm. Da sitzt das ab. Oder, da habe ich endlich mal wieder Zeit zum Nachdenken. Da ruft mich niemand an, da stört mich niemand. Ne? Ja, das ist Kanal Telemedial. Einwandruf aus dem Knast. Anruf aus der alten Heimat. Und zum Teil habe ich erst später gesehen, dass das Welzheim eigentlich für mich auch ein Knast war. Ich war im Weizenbierknast oder im Raucherknast. Das ist wirklich ein ganz besonderer Ort da oben. Der hat einen starken Bann. Das ist ein sehr starker Bann, das ist eine sehr eigene Kultur. Ja, wer ist aus Mosbach da? Hallo. Renate. Ja. Grüß dich. Ich grüße dich auch. Ich grüße dich aus der alten ehemaligen Heimat. Aus welcher? Aus Schondorf. Ah, hast du da mal gewohnt? 20 Jahre. Mhm. Und ich finde deine Sendung einfach klasse. Und ich möchte jetzt wissen, wie kann ich mich da beteiligen? Was kann ich tun? Alles. Was kannst du? So, ich werde viel tun. Was kannst du? Was ist deine Qualität? 10 Euro im Monat, 20 Euro im Monat. Wäre kein Problem. Für was? Für dich. Für mich? Für das, was du tust. Für das, was du für uns alle tust. Weißt du? Konkret? Konkret? Ganz konkret. Du bist so ein liebenswerter Mensch. Und du hast für alle Leute immer eine offene Seite. Und du bist immer bereit, für die Leute was zu tun und da zu sein. Mhm. Und weißt du, ich bin ein bisschen, ja, wie soll ich jetzt sagen? Ich möchte mal sagen, leicht spirituell, nicht ganz, mit Sicherheit nicht, aber ich weiß auch manche Sachen im Voraus. Und okay, ich möchte dich fragen, möchtest du mich aufnehmen in deinen Kreis? Hört sich gut an, ja. Weiß ich nicht. Doch, du klingst klasse. Johanna lacht auch schon.
Oh ja? Ja. Warum? Warum sie lacht? Ja. Weil es sich gut anhört. Ach so, ja gut, okay. Wie gesagt, ich habe nun mal leider so ein bisschen, ja, was heißt leider oder Gott sei Dank, ich habe so ein bisschen eine Ader, ich kann sagen, das kommt oder das geht oder da ist es schlecht oder ich weiß nicht warum. Ich muss aber auch sagen, ich bin schon seit 8 Jahren eine alte Hexe, eine alte Bissel. Und okay, es ist nun mal so. Ja, und wie wird man eine alte Hexe? Das weiß ich nicht. Das kannst du mir vielleicht erklären. Wie wird man eine alte Hexe? Pass mal auf, ich erkläre das mal in meinen Worten. Wie wird man eine alte Hexe? Ich bin eine alte Hexe geworden, weil ich sehr vieles vorausgesehen habe, was leider nachher auch eingetroffen ist, was ich mir aber wirklich nicht gewünscht habe. Oh. Ja. Oh. Das ist das kleine Oho bei mir, wo ich sage, wo ich nicht mehr weiter weiß und wo ich auch nicht weiß, wo lande ich. Kann ich noch was erreichen im Leben oder kann ich nicht mehr? War es jetzt zu Ende? Ja. Ja, was willst du? Du sagst, ob du bei unserer Gemeinschaft mitmachen kannst. Die Frage ist, was kannst du? Was kann ich? Ich kann versuchen, mit Menschen umzugehen. Ich kann versuchen, die Menschen zu verstehen. Und ich kann auch versuchen, Wege zu geben. Mehr kann ich nicht. Mehr kann ich dir leider nicht bieten. Verstehen? Wege? Ja. Wie hast du drei Dinge gesagt? Verstehen? Ja. Was noch? Verstehen? Ja. Neue Wege zu leiten? Neue Wege? Und einfach zu sehen, nach vorne zu schauen. Damit kannst du aber sehr wahrscheinlich wenig anfangen. Glaube ich. Ja, was glaubst du, wenn du jetzt bei uns mitwirken würdest? Wir suchen Lokomotiven, keine Anhänger. Ja, eben. Und ich glaube, da bin ich vielleicht doch falsch. Du bist eher ein Anhänger, oder? Nein, eigentlich nicht. Was dann? Ich bin eigentlich schon ein Mensch, der gerne anderen Leuten Perspektiven gibt. Was für Perspektiven kannst du Menschen bieten? Ich kann die Perspektive bieten, die Augen nach vorne zu richten. Egal wie schlimm jetzt irgendeine Situation ist im menschlichen, körperlichen, finanziellen oder privaten Bereich, dass ich einfach versuche zu sagen, Leute, es gibt einen Blick nach vorne. Und der Blick nach vorne ist nie verkehrt. Der Blick nach vorne ist immer richtig. Das kann ich geben. Das ist aber nur das Zeigen, wie man das Zeigen, wo Perspektiven liegen. Mhm. Na, also eine wahre Perspektive sehe ich, wenn ich tatsächlich sage, hey, wenn du hier kommst, dann kriegst du den und den Plan. Wenn du das erfüllst, kannst du die und die Karriere machen zum Beispiel. Das ist eine faktische Perspektive. Du, ich will keine Karriere machen. Ich möchte nur vielleicht Menschen helfen. Mm. Das ist das Einzige, was ich möchte. Mm. Und ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich bei dir wohl falsch. Oder? Ich glaube, ich bin da bei dir an der falschen Adresse. Seit wann? Weiß ich nicht. Seit jetzt. Gerade unser letztes Gespräch.
hat mich darauf gebracht. Und weißt du, es ist auch in Ordnung. Ich sehe das ein, ich kann es nicht. Okay. Dann muss ich das lassen. Ich hätte dir so gern geholfen. Bei was? Du, bei verschiedenen Gesprächen oder bei sonst irgendwas. Bei allem. Aber es geht nicht. Ich sehe es. Und ich weiß es auch. Weißt du, ich bin ein bisschen hellfühlender Mensch. Mhm. Vielleicht auch ein hellsehender Mensch, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber ich weiß genau, was du denkst. Ich das ist auch leicht. Ich lasse es mir ja schon direkt vom Gesicht ablesen. Nee, du, ich sehe dich gerade nicht. Ich habe dich nur am Telefon. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, es ist okay. Dankeschön. Und ich glaube, du möchtest mich auch nicht haben. Oder? Nein. Sei ehrlich. Mein Süßer, sei ehrlich. Sag es ganz ehrlich. Nein, du möchtest mich nicht haben. Es ist okay. Ich habe es versucht. Dankeschön. Es war nicht so. Ja? Also, lassen wir es dabei. Tschüss. Ich wünsche dir alles Gute. Und ich hätte dich gerne unterstützt. Aber wenn es nicht geht, ja gut, dann ist es okay. Du hast ein ganz schönes eigenes Ding gedreht, ne? Ja, habe ich. Tut mir leid. Einmal so die. Du hast einmal so den Kreis gedreht, ne? Ja, und? Und was habe ich erreicht? Nix. Ja, wir haben einfach eine Runde gedreht. Ja. Du hast einfach deinen eigenen Kreis gedreht. Ja. Ich hätte dich gerne unterstützt. Wirklich. Weil ich finde deine Sendung super. Ich finde es toll. Aber wenn du das nicht willst, danke. Ja, konkret. Konkret. Was heißt konkret? Was heißt es jetzt? Ja, konkret unterstützt bei was? Was bist du bereit, verantwortlich zu übernehmen? Ich würde dich gerne finanziell unterstützen. Auf jeden Fall. Auch wenn du das nicht willst. Danke. Und jetzt verstehe ich das. Du hättest in mich 10 Euro im Monat investiert. Nee, ein bisschen mehr. 20? Ja. Und was wäre dann, wie hätte das ausgesehen? Ja, monatliche Abbuchung. Okay. Wäre in Ordnung gewesen. Ab und zu ein Gespräch mit dir, das wäre es gewesen. Ja, das hast du ja eh. Das hast du ja eh. Ja, das habe ich jetzt. Ja. Okay. Das hast du ja. Aber du möchtest es ja nicht. Ich bin auch nicht für 20 Euro im Monat zu haben. Also, wenn du für dich selber, Ich wäre auch bereit, dir 100 Euro im Monat zu geben. Ich bin auch für 100 Euro im Monat nicht zu haben. Ja, gut, okay. Also, ich denke, da verstehst du Kanal Telemedial und mich ein bisschen falsch. Nee, ab wann bist du zu haben? Das möchte ich gerne wissen. Das sage ich nicht. 500? Das sage ich nicht. Ja, okay. Also, was soll ich dann machen? Zu haben für was? Für ein Gespräch. Das kriegst du doch so? Von Nuller?
Nee, das will ich aber nicht. Ich möchte, wenn ich ein Gespräch habe, dann möchte ich es auch bezahlen. Ja. Kannst du auch, wenn du einen privaten Termin mit mir willst, im Service-Center ausmachen, dann kriegst du das. Und dann kostet es schlappe 150 Euro. Ja? Ja. Ist doch in Ordnung. Eben. Das ist, lieber Goldschatz, das war jetzt endlich mal ein ehrliches Wort von dir. Und dafür danke ich. Und das werde ich in Anspruch nehmen. Ja. Okay. So meintest du das. Ja. Ich glaube nicht, weil du erst so gesagt hast, dass du so dazugehören möchtest. Ich dachte, du willst so richtig mitarbeiten. Ja, würde ich gerne, aber ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Ich weiß es nicht. Aber weißt du, ich habe so viele spirituelle Sachen und alles am Hals. Und aber ich möchte vorsichtig sein. Wirst du vielleicht nicht ganz verstehen, aber ich möchte da gerne vorsichtig sein. Also ich nehme wahr, dass du, ich höre auch so aus deiner ruhigen Sanftheit, aus deiner Stimme raus, höre ich schon deinen spirituellen Kanal raus. Aber dann sehe ich so noch einen Kreislauf von destruktiv, so eine Spirale von destruktiver Verbittertheit in deiner Geschichte und im Augenblick hängst, aber wir hängen gerade alle, die gerade in diesen Stadien sind, irgendwie gerade alle ein bisschen in der Mühle drin. Es geht gerade allen so. Ehrlich? Bist du nicht der Einzige? Das ist okay. Ja, ne? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, wollte ich gerade auch. Also es ist wirklich auch, ich kriege das ja mit, das ist ein wahnsinniger Zeitgeist auch. Bei uns ist es gerade unternehmensmäßig auch nicht so rosig, wie ich es gewöhnt bin. Ne? Bin an sich in den letzten 10 Jahren von meinem beruflichen Erfolg sehr verwöhnt gewesen. Deswegen habe ich auch mir mal eine richtige Herausforderung rausgesucht und habe gesagt, Kanal Telemedial, eine neue Kultur zu schaffen und einfach mal was Gescheites zu bewegen und dafür mal dich einzulassen, weißt du? Ich sage ja, oft so nicht, wie eine... Du kommst ja nicht ohne Grund aus Brüderhausen aus dem Schottdorfer Raum. Ja. Weißt du? Ja, von Welzheim runter, ne? Ja. Wie lange hast du dort gewohnt in der Gegend? In Schottdorf. 25 Jahre. Hast du mich da schon gekannt, oder? Nein. Ich habe dich jetzt erst kennengelernt. Aber ich finde es so süß. Du hast in Blüderhausen dein Büro und das ist wunderbar. Ich finde es einfach toll. Und jetzt bitte mal lieber, warte mal kurz. Ach Gott, wo ist jetzt mein, wo ist mein Nasenfahrrad wieder? Ach nein. Ich brauche doch mein Nasenfahrrad, weißt du, um irgendwas aufzuschreiben oder irgendwas zu tun. Warte mal auf. Ach Gott, wo ist es? Doch, ich hab's. Und kannst du mir bitte deine Adresse sagen? Warte mal, nee, halt nicht die Adresse. Warte mal. So, wir haben noch 2 Leitungen, gerade neue Anrufer da. Das ist die Jakobschülestraße 12 in 73655 Blüderhausen, die Firma Telekontor zu Händen Thomas Hornauer. Ich lasse es für dich auch noch gleich nochmal im Laufband laufen. Ich danke dir für deinen Anruf und wir schauen, wie es weitergeht. Danke. Ciao, Renate. Tschüss. Ciao, Thomas. Hallo Michael. Thomas, hier ist Michael aus Würzburg. Liebe Johanna, hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Ja, du siehst super aus, klasse Frau. Ja, Thomas,
Ich möchte nur kurz sagen, Johanna hat vorhin gefragt nach dem Ich, die Suche nach dem Ich, nach dem Lebenssinn. Ja, dazu möchte ich sagen, das Ich, das ist dem Menschen vor, der Menschheit geschenkt worden vor etwa 2000 Jahren. Und zwar in einer Person, Jesus Christus. Ja, das sind die Anfangsbuchstaben für dieses Ich, ICH. Das ist nicht jetzt meine eigene Intuition, sondern es ist auch nur eine gechannelte Quelle. Aber so ist das Ich als Orientierung für die Vollkommenheit, ja, für die Liebe, für die Demut, für die Reinheit. Ja, ist das die Botschaft, die uns Jesus Christus gegeben hat. Und das höhere Selbst, das ist die von uns geschaffene Projektion eines vollkommenen Menschen, den wir nie erreichen können, aber man soll niemals nie sagen, denn in der geistigen Welt gibt es weder Raum noch Zeit, es gibt nur die Geschwindigkeit. Weil nämlich Geschwindigkeit ist Meter pro Sekunde, das ist die Strecke, das ist der Raum geteilt durch die Zeit. Und das ist von, auch von Rudolf Steiner. Und das andere ist von White Eagle, der weiße Adler, der sich 1936 durch das englische Medium Grace Cook gechannelt hat. Ja, kriege ich gerade hier von dir auch als E-Mail, ne? Ja. Gerade habe ich es da. Habe ich mich ja selber zitiert, ja. Na, jetzt habe ich gerade gedacht, hey, jetzt weiß ich was, ich kann direkt was dazu sagen, ne? Da ist noch eins von dir. Ja. Mein Telefon war kaputt, das hat vorhin gestört. Ja, und hier in Würzburg wird getrommelt, das Afrika-Festival, das ist die größte europäische, ja, Festival in dieser Richtung, da wird auch sehr stark getrommelt, aber jetzt bin ich im Moment telemedial und muss sagen, es gibt mir mehr, weil deine Aktionskunst vorhin, als dieser Herr aus dem Gefängnis angerufen hat und was du daraus für eine Botschaft gemacht hast, das war kongenial, brillant. Ja, das ist das neue Zeitalter, die neue Dimension. Danke, Thomas, vielen Dank für deine Botschaften. Du wolltest doch die Tage vorbeikommen, oder? Ja. Hat sich das zerlaufen, oder? Nee, ich habe mit der Frau, also am Montag werde ich mit der Dame vielleicht, also werde ich mit der Dame sprechen. Nicht okay. Vielleicht, sondern definitiv. Okay, Thomas, ich wünsche euch eine tolle Sendung weiterhin. Ja. Vielleicht hören wir uns noch mal im Laufe des Abends, ja? Jo. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Ja, hier gibt es eine E-Mail. Schaut man die politische Lage weltweit an, wäre eine Partei ihres Formats absolut wünschenswert. Alle etablierten Parteien sollten aus den Parlamenten herausgewählt werden. Ihre Fülle an genialen Lösungen macht den Machthabern sicher Angst. Lassen Sie sich nicht einschüchtern, auch wenn Sie auf Widerstand stoßen werden. Die derzeitige Politik ist an Lösungen nicht interessiert. Sie macht nur Mangelverwaltung. Ich hoffe auf eine glänzende Zukunft der telemedialen Einheitspartei, damit die Menschheit ein neues Wassermann-Zeitalter auch politisch weiterkommen kann. Danke und bleib so, wie du bist, Martina Engels. Halt kommt bunt rein, ha?
bist immer noch müde. Ich bin dauermüde. Da hast du mich fertig gemacht. Mit Reden. Hast gewonnen. Die Helga schreibt aus Mallorca: Bei allem Selbstfindung, denke ich, solltet ihr auch einmal an das Wohl der Tiere denken. Ich lebe auf Mallorca und hier geht's den Tieren nicht wirklich gut. Was hat der Dalai Lama gesagt? Die Kultur eines Volkes erkennt man daran, wie sie mit ihren Tieren umgeht. Auch Schopenhauer hat dies gesagt. Wie sollten die Menschen Frieden finden, wenn es den Tieren furchtbar schlecht geht? Haben die Tiere für euch keine Seelen? Die Mallorquiner sagen, nur ein Lebewesen, das eine Seele hat, kann Schmerz fühlen. Tiere haben aber keine Seele. Das stimmt nicht. Also Tiere haben keine Seele, stimmt nicht. Tiere haben eine Seele und Tiere empfinden auch Schmerzen, natürlich. Helga, ganz klar. Hallo ihr zwei, bitte lest meine E-Mail live im Studio vor. Ich frage mich zurzeit oft nach dem Sinn des Lebens und dessen, was wir darin machen müssen und sollen, wozu man konditioniert ist und welches der richtige Weg ist. Doch woran merke ich, wofür ich konditioniert bin? Wofür sind wir alle bestimmt und gibt es wirklich mehrere Wege im Leben? Ich weiß es nicht. Werden wir wirklich von der Gesellschaft gesteuert? Oder steuern wir nicht eigentlich die Gesellschaft? Denn diejenigen, die uns vorgeben, etwas Bestimmtes zu tun, woher bekommen diejenigen ihre Weisungen? Das, was wir selbst gelehrt bekommen, woher bekommen wir das? Wir sind oft wie Eingesperrte im eigenen Leben und in unserer aller Gesellschaft. Doch wie können wir daraus entfliehen? Gruß, Andi und Jasmin. Drei oder vier Fragen drin, ne? Mehrere. Erste ist, woran merken wir, wofür wir konditioniert sind? Also wir sind konditioniert für den globalen Parasiten. Der globale Parasit hat eine Dynamik aus Schuldgefühlen, dem inneren Richter, voll mit Glaubenssätzen. Und auf diese Konditionierung rennen wir dann los. Früher im Osten waren wir drauf konditioniert, wenn irgendwo eine Schlange ist, stell dich an, denn da gibt es was zu kaufen, was es selten gibt. Und
Wir sind darauf konditioniert, problemorientiert zu denken. Und durch das problemorientierte Denken kommen wir immer nur bis in die Gegenwart oder in der Vergangenheit. Wir kommen aber nicht in die Zukunft. Das lösungsorientierte Denken wird genommen. Und wenn man mit einer Situation konfrontiert wird, die eine Handlung auslöst, wenn dann ist schon um. Bei wenn dann greift man auf gelernte Lebenserfahrungen kombiniert mit einem gelernten Wissen. Und man handelt aus Wissen, aber nicht aus Weisheit. Die Wenn-Dann-Konditionierung ist eines der Hauptprobleme in unserer Gesellschaft. Wenn du nicht machst, was ich sag, dann, wenn dann, wenn dann, wenn dann. Wenn du nicht machst, was ich sag, dann gibt's was. Ne? Mhm. Wenn du nicht machst, was ich sag, dann gibt's was. Wenn dann, wenn dann. Solange man in dieser Wenn-Dann-Konditionierung drin hängt, ist man auch automatisch im problemorientierten Denken. Und im problemorientierten Denken hat man dann den Drang zur Rechtfertigung. Und verspüren Sie den Drang zur Rechtfertigung, dann sage ich Ihnen, dass Sie auf der anderen Seite Ihres Seins noch einen unerkannten Missbrauch leben. Das bedeutet, für Sie ist es in einer bestimmten Lebenssituation, in bestimmten Aspekten in Ordnung, dass Sie missbrauchen und dass Sie missbraucht werden. Also es liegt der unerkannte Missbrauch in der Selbstverständlichkeit. Das ist das Problem des problemorientierten Denkens. Man ist in dieser einen Welt einfach gefangen. Es geht alles nur wenn dann. Und wenn ihr eine Handlung macht und ihr zweifelt an dieser Handlung, dann schafft euer Hinterhirn, euer Unterbewusstsein schon und sagt, ich handle erst, wenn ich die Ausrede kenne, warum ich diese unangemessene Handlung zum Beispiel tätige. Und deswegen seid ihr so sicher, ihr wisst ganz genau, wenn ihr unangemessen gehandelt habt und ihr werdet dann, so denn es ans Tageslicht kommt, was ihr angerichtet habt, konfrontiert, dann habt ihr richtig Lust, euch zurechtzufertigen, weil ihr natürlich jede Menge Arbeit schon auf euch genommen habt und die schnelle Ausrede ist sofort da. Ne? Norman ist mein Weltmeister da drin. Ne? Norman, meine älteste Tochter, die können das super. Norman, hier kommt schon das erste E-Mail, wo jetzt du auch schon mit dabei bist. Ne? Hallo Johanna, hallo Thomas, hallo Norman. Ne?
Ja, das ist wichtig. Das lösungsorientierte Denken. Ist das Denken, das von der Gegenwart in die Zukunft erlaubt. Ja? Aber ist es nicht eher so, dass man die Erfahrungen aus der Vergangenheit auf die Zukunft oder in die Zukunft projiziert und dann weniger in der Gegenwart ist? Im Hier und Jetzt? Nochmal. Wie? Dass man die Erfahrungen aus der Vergangenheit nimmt und in die Zukunft projiziert. Ja,